do it. Immer wenn es dunkel wird, samstagsabends, dann ist es Basketballzeit hier bei uns in DSF. Herzlich willkommen, liebe Basketballfans, in der Sporthalle Ost hier in Gießen. Der 5. Spieltag der Basketball-Bundesliga steht auf dem Programm und das ist ein echter Knüller. Hier sehen Sie es. Die Gastgeber, der MTV 1846 Gießen, empfängt den Vizemeister der vergangenen Saison, die Telekom Basket, von zwei Mannschaften, die sehr, sehr ambitioniert in diese Saison gestartet sind und beide zählen zum engeren Favoritenkreis in der Bundesliga, zum engeren Favoritenkreis wahrscheinlich, wenn es darum geht, die deutsche Vizemeisterschaft auszuspielen. Denn Alba Berlin scheint in dieser Saison über allen anderen zu thronen. Bevor wir hier loslegen, gibt's zunächst erst einmal die Ergebnisse, die schon vorliegen vom 5. Spieltag. Und es hat schon drei Partien gegeben. Etwas überraschend, Rhöndorf, die 3. Bundesliga-Niederlage in Serie gegen TVG Trier mit 81-85. Die Trierer nach Fehlstart sind im Kommen, der 2. Sieg in Folge. Leverkusen hat sich gut erholt von der Schlappe, die sie letzte Woche bei uns live erleben konnten in Bonn, und fegen die Ruhr Devils mit 102-81 aus der Halle. Und gerade zu Ende gegangen der TTL Basketball Bamberg. Die Oberfranken lieben es knapp in dieser Saison, schlägt die Braunschweiger, die sehr, sehr gut aus den Startlöchern gekommen sind, mit 73-70. Die restlichen Partien heute Abend, beziehungsweise Ulm gegen Berlin und Bayreuth gegen Hagen am morgigen Sonntag. So sieht die Tabelle vor dieser Partie aus. Gießen auf 3. Erst eine Saisonniederlage vergangene Woche in Oberelchingen. Und die Telekom Baskets aus Bonn mit ebenfalls einer Niederlage bisher, aber sehr, sehr ambitioniert. Und ein Spiel noch im Rückstand, die Mannschaft von Trainer Bruno Socce. Das ist die Heimpartie gegen Ulm. Die musste ausfallen, weil damals der Parkettboden noch nicht komplett verlegt war. Hier fällt heute Abend gar nichts aus. Hier geht die Post ab. Die Stimmung ist schon gut. Also gleich geht's los. Gießen gegen Bonn. So, wir sind zurück in der Sporthalle Ost in Gießen. MTV Gießen gegen die Telekom Baskets aus Bonn. Ich habe es vorhin schon einmal gesagt, zwei sehr ambitionierte Teams in der Basketball-Bundesliga. Und wir beginnen bei der Vorstellung mit den Gästen, mit den Telekom Baskets aus Bonn. Er war letzte Woche gegen Leverkusen der alles überragende Mann. Eric Taylor, 33 Punkte hat er gemacht am vergangenen Samstag gegen die Riesen vom Rhein. Ihm zur Seite stehen heute folgende Akteure im Team des Vizemeisters der vergangenen Saison. Kelechevic, der beste Scorer bei den Bonnern bisher in dieser Saison mit 21 Punkten im Schnitt. Pervas, Tomic, Behnke, Machowski, Kabat, die beiden Rodewalds und Steven Hutchinson. Alles wie gehabt, der Kader der Telekom Baskets Bonn, wie in der Vorwoche. Und das hier sind die Gastgeber, überraschend am vergangenen Wochenende in Oberelchingen bei den bis dahin noch sieglosen Elchen verloren, trotz einer weiteren Gala-Vorstellung des Heimkehrers in die Bundesliga. Sie kennen ihn vielleicht noch aus seinen Zeiten bei Brandhagen, als er die Massen schon begeisterte. Das macht er im Moment hier in Gießen. 28 Punkte im Schnitt in 4 Spielen. Pikanterweise 34, als es gegen Brandhagen ging vor 2 Wochen hier. Er ist der Superstar überhaupt bei den Gießenern. Toll in Form, der Griechenland-Heimkehrer. Nach einer unbefriedigenden Saison bei Panionios Athen ist er froh, das hat er mir gerade noch mal versichert, wieder in Deutschland zu sein. Und wir werfen einen Blick auf die Aufstellung der Mannschaft von Trainer Stefan Koch. Patrick King, die Neuverpflichtung Jua Lutan, Niklas Lüttke, Arne Alik, gekommen aus Oberelchingen, Mandler, Thomas Andres, Pijanovic, Georgios Pavlidis, den lege ich Ihnen ans Herz, ein sehr, sehr starker, junger Grieche. Und Jan mit der Nummer 13, Trainer, wie gesagt, Stefan Koch. Trainer bei den Bonnern, das habe ich gerade unterschlagen, ist Bruno Socce, aber die Herrschaften werden wir uns natürlich gleich auch noch mal anschauen. Zunächst ein Blick auf die Aufstellungen der Mannschaften. Bei Gießen ist die Playmaker-Rolle klar verteilt, das übernimmt Keith Gatlin. Auf den Flügeln King und Lutan und am Brett etwas weiter draußen Lüttke und ganz am Korb Arne Alik, der auch eine gute Saison bisher spielt. Bei Bonn, da teilen sich Eric Taylor und Klaus Pervas den Aufbau. Tomic auf dem Flügel, ein guter Schütze. Kelechevic am Brett, aber auch gerne mal von draußen werfend. Und Gunter Behnke, der Funkturm mit seinen 2,21 Meter, natürlich immer nah am Korb. So sieht das Ganze also grafisch aus. Wir lassen uns überraschen, was dann gleich auf dem Spielfeld passiert. Hier haben wir Bruno Socce. Man muss es schon so sagen, den Erfolgstrainer in Bonn, er hat mächtig was bewirkt in der ehemaligen Hauptstadt. Er verlangt sehr, sehr viel von seinen Spielern. Die müssen in der Vorbereitung immer mächtig schwitzen und laufen. Und ich kann ihm kein größeres Kompliment machen als das. Er ist trotzdem, oder gerade deshalb, ich weiß es nicht, unheimlich beliebt bei seiner Mannschaft. Er ist neu beim MTV Gießen hier. Stefan Koch
Man kennt ihn noch aus seiner Zeit beim SV Tally Oberelchingen. Er ist ein sehr, sehr engagierter, ehrgeiziger, junger deutscher Trainer, der sich etablieren will in der Bundesliga. Und der Start, er ließ sich gut an in dieser Saison. 6:2 Punkte, wir haben es vorhin schon gesehen, bisher für den MTV Gießen. Schiedsrichter haben wir natürlich auch. Das hier ist Walter Schrautzer und ihm zur Seite steht ebenfalls ein sehr erfahrener Mann hier, Roger Schwarz. Zwei ganz erfahrene Leute, die dürften mit der Partie hier eigentlich heute keine Probleme haben. Die Basketball-Bundesliga, exklusiv präsentiert von Liecher Pilsner. Also, es ist angerichtet. Ab geht die Post. Der MTV Gießen in den weißen Trikots, die Telekom Baskets aus Bonn. Ja, man kann es kaum erwarten, ne? Die spielen in den schwarzen Trikots. Auf geht's. Wer bleibt ganz oben dran? Gießen oder Bonn? Sprungball Arne Ahlig gegen Gunter Behnke und Ballbesitz für die Bonn. Erster ungenauer Pass von Kelecevic auf Tomic. Die Gießner in Person von Trainer Stefan Koch haben gesagt, wir müssen Kelecevic unter 20 halten. Dann haben wir eine sehr, sehr gute Chance hier heute Abend zu gewinnen. Mal schauen, ob das gelingt. Patrick King wird sich um den Kroaten kümmern. Jetzt aber die Gießner im Angriff. Schönes Anspiel von Niklas Littke auf Arne Ahlig. Korb zählt nicht. Das Foul war vorher. Klaus Perwas war da, der Übeltäter, nicht Kelecevic. Vorher schon das Foul von Klaus Perwas, der Ahlig daran hindern wollte, zum Brett zu schneiden. Lutan aus Herten hier nach Gießen gekommen und der wird so eng bedrängt beim Einwurf, dass er länger als 5 Sekunden braucht, um den Ball ins Spiel zu bringen. Und das ist regelwidrig und bedeutet Einwurf für die Baskets. Der Feldherr Klaus Perwas gegen Keith Gatlin. Interessantes Playmaker-Duell. Tomic gegen Lutan. Behnke gegen Ahlig, die beiden Langen. Und Niklas Lüttke soll Eric Taylor beschäftigen. Ein großer Verteidiger gegen den Amerikaner, damit der nicht zu seinen gefürchteten Dreipunktwürfen kommt. Ja, und da war das erste Foul. Er ist sehr schwierig, ohne Foul zu verteidigen, Eric Taylor, weil er diesen berühmten, schnellen ersten Schritt hat. Und der Niklas Lüttke hat eine wesentlich größere Übersetzung. Hat da sicherlich ein bisschen Probleme, was die Schnelligkeit betrifft gegen Eric Taylor. Bei den Gießnern fehlt auch weiterhin der zweite US-Amerikaner neben Keith Gatlin, James genannt, Jimmy Shields, fällt weiterhin mindestens noch 3-4 Wochen mit einer Verletzung aus. Und den langen Mann am Brett, den vermissen die Hessen natürlich extrem. So muss Arne Ahlig da sehr viel alleine am Brett rackern. Tomic mit viel Drive zum Korb. So, und was macht Walter Schrautzer jetzt? Er gibt ihn nicht. Foul war vorher. Einwurf für Tomic und die Baskets. Nummer 12 Gießen, Joa Lutan, erstes Foul. Na, hat sich da was einfallen lassen, Stefan Koch, mit der Verteidigungsvariante Littke gegen Taylor und King gegen Kelecevic. Das könnte ein entscheidendes Duell sein. Sinisa Kelecevic gegen Patrick King. Noch keine Punkte in der Partie nach 1:15. Tomic, da sind die ersten Zähler. Dražen Tomic, Ex-Alba Berlin. Und was ist jetzt los? Oh, beide ein unsportliches Foul. Sinisa Kelecevic und Arne Ahlig haben da gerangelt beim Kampf um die Rebound-Position. Beide mit den Ellbogen gearbeitet. Beide bekommen ein unsportliches Foul. Das Spiel müsste eigentlich fortgesetzt werden mit Sprungball. Und so ist es auch. Also, da ist gleich richtig was drin hier in den ersten Minuten. Nur noch nicht allzu viele Punkte. 2:0 die Führung für Bonn in Gießen. Oh, da hat Lutan geschlafen.
Oder ist der Tomic einfach nur schneller? Kelechewicz, er sucht die 1 gegen 1 Situation gegen Patrick King, der gut verteidigt. 2 gegen 2 auf der linken Seite und dann ist die Weak Side offen, die schwache Seite und da steht da Klaus Perwas. Wieder gut einen Schritt hinter der Dreierlinie, das kennt man von ihm. Und 5:0, guter Auftakt für den Vizemeister. Gießen sehr nervös in der Anfangsphase. Erstes Foul von Eric Taylor. Sehr, sehr foulträchtig auf die Verteidigung der Bonner, weil eben sehr aggressiv, sehr nah am Mann. Eric Taylor klebt an Keith Gatlin. Achten Sie mal auf das Duell der beiden Spielmacher. Immer dran, Eric Taylor. Gut aufgepasst, Kelechewicz. Wieder Alec, da hat er Größenvorteile gegen Perwas, den muss er eigentlich machen, Arne Alec. 2,15 Meter ist er. Kelechewicz. Oh, da geht er mit der Schulter voran gegen Pat King. Mit der Schulter voran, aber vielleicht ist King dazu theatralisch zu Boden gegangen und das mögen die Schiedsrichter nicht und lassen laufen. 7:0, Blitzstart für Bonn. Guter Pass jetzt von Lüttke und weit offen Luthern, aber es geht nichts zusammen bei den Gießern in der Anfangsphase. Ich warte auf die erste Auszeit von Stefan Koch. Taylor, ganz einfach gegen Luthern. Da passt überhaupt nichts im Anfang hier. Das macht Eric Taylor gut. Er lässt Gatlin nicht zur Entfaltung kommen hier in der Anfangsphase. Und da ist Keith Gatlin. Und jetzt fordert Stefan Koch an der Seitenlinie die erste Auszeit. Überhaupt nichts geht zusammen bei den Gastgebern. Das nächste Foul müsste Arne Alec, nein, war nicht Arne Alec, war Juha Luthan. Und es gibt die erste Auszeit, 3,5 Minuten gespielt, 9:0 für Bonn in Gießen. Basketball. Jede Woche am Kiosk. What do you see when you look at me? Do you see 6 rebounding titles? 4 championships? Do you see the toughest defender of all time? The hardest working rebounder in history? Maybe if I didn't have tattoos, piercings, or dye my hair. Maybe if I didn't think for myself, or be myself. Would you see me then? Vor allem mit der Offensivleistung seiner Mannschaft. Stefan Koch überhaupt nicht einverstanden. Übernervös, kein Mittel gegen die aggressive Manndeckung der Bonner finden hier in der Anfangsphase der MTV Gießen. Und das nächste Foul, jetzt war es Patrick King. Perwas von der Dreierlinie, Airball, aber immer ein Quäntchen schneller die Bonner.
Wieder wird Gatlin gedoppelt. Gut gespielt von Lütke und jetzt muss es doch passen. Block von Behnke gegen Alec. Und das haben sie vorhin auf der Gegenseite laufen lassen. Dann müssen sie das hier auch tun. Kompliment an die Schiedsrichter. Eine Linie. Ersten Punkte für Gießen. Stimmung ist gut in der Sporthalle Ost. Rund 2300 Fans hier. Ballbesitz MTV. Noch nichts zu sehen bisher von Keith Gatlin. Lutan ist offen. Ja, den kann er. Und jetzt ist Stimmung in der Bude. Joa Lutan verkürzt auf 5:9. Und schon wieder ein Foul von Patrick King. Mit dem Körper, mit der Hüfte gedrückt gegen Kilicevic. Zweite Foul von King. Da musste man mit rechnen, dass er Foulprobleme bekommen wird, wenn er den Topscorer der Bonner verteidigen muss. Und es nimmt bei King natürlich auch ein bisschen von seiner Offensivstärke, denn der wird da sehr, sehr viel Kraft lassen beim Verteidigen. Aber bei Bonn ist jetzt der Faden gerissen. Kuriose Anfangsphase hier. Zunächst Bonn mit Blitzstart und dann Gießen mit der Aufholjagd. Foul an Lutan. Oh, hier sind viele, viele Emotionen drin. Kilicevic meckert da auch schon wieder und wir gucken mal. Ja, er haut auf den Ball, da kann ich den Ärger verstehen, aber die Schiedsrichter, die müssen da blitzschnell entscheiden. Und es ist in dieser Zeitlupe zu erkennen, aber in der Normalgeschwindigkeit vermutet man halt immer wieder auch, dass da auf den Arm gehauen wird. Der Finne in Dienst des MTV Gießen, Joa Lutan. Vier der sechs Punkte für den MTV durch den Finn. Exzellenter Schütze. Schön gepasst und dann ist er offen, Kilicevic. Sprungball Gunter Behnke gegen Keith Gatlin. Und da bin ich geneigt zu sagen, das ist so gut wie Ballbesitz für die Bonner. Sechs Minuten knapp gespielt in der Sporthalle Ost in Gießen. Drei Punkte Führung für die Gäste aus Bonn. $93.000 bekommt Keith Gatlin noch von Panionios Athen, von seinem Arbeitgeber der vergangenen Saison. Die Griechen zahlen einfach nicht. Das Ganze ist vor Gericht gegangen. Er hofft, sein Geld noch zu bekommen. Ich wiederhole das nochmal. Das ist ganz interessant, mal solche Hintergründe zu hören, wenn immer davon gesprochen wird, die Südeuropäer winken mit den Geldscheinen. Keith Gatlin, er hat noch $93.000 zu bekommen. Das ist nicht die feine griechische Art. Niklas Lütke, 3! Der Ausgleich hier in der Sporthalle Ost. Und jetzt geht es richtig ab hier. 2-9-0 Serien. Zu Beginn die Bonner, jetzt der MTV. Habe ich selten gesehen, sowas. Und
Und jetzt waren die 30 Sekunden für den Angriff abgelaufen, die die Bonner haben. Sie haben vielleicht das Horn im Hintergrund gehört. Nach 30 Sekunden muss man abgeschlossen haben, muss auf den Korb geworfen haben. Das brauche ich den Basketball-Insidern daheim nicht zu erzählen. Aber es soll ja immer wieder mal der ein oder andere dabei sein, der zum ersten Mal zuschaut. Also 30 Sekunden überschritten. Ballbesitz für den MTV. Das war ein kurzes Vergnügen. Schon wieder die Bonner. Verteidigen sie gut gegen Kelechevic und gegen Tomic, die beiden, die so gern zum Brett gehen. Schöner Pass von Gatlin Lüttke. Yes! Hoppla, hoppla. Niklas Lüttke, der zweite Dreier hintereinander. Und Gießen ist vorn. Lüttke auch in der Verteidigung sehr stark gegen Taylor. Und bei Bonn geht nichts mehr. Jetzt müsste eigentlich Soce bald die Auszeit nehmen. Oh, glücklich! Aber das wird ihn nun überhaupt nicht kümmern, den guten Keith Gatlin. Er ist schon vom ersten Spieltag an der absolute Publikumsliebling hier in Gießen. Und Bruno Soce reagiert nicht mit einer Auszeit, sondern gleich mit einem Wechsel. Er bringt Sebastian Machowski für Klaus Perwas, der nach gutem Auftakt so ein bisschen das Spiel aus der Hand gegeben hat, der Playmaker. Und jetzt wird Eric Taylor in die Spielmacherrolle schlüpfen und Sebastian Machowski auf den Flügel gehen. Tomic wird Taylor im Spielaufbau unterstützen. Tja, wollen wir das mal unter mangelnder Erfahrung gegen Ausgefuchstheit verbuchen. Eric Taylor, die Schussfinte, und dann macht Niklas Lüttke das hier, sehen wir es gerade noch, was er nie tun sollte in der Verteidigung. Alle Trainer sagen immer, die Füße müssen Bodenkontakt behalten, sonst bist du verloren. Und in dieser Situation war es, denn er kann da in der Luft seine Bewegung nicht mehr korrigieren, fliegt nach vorne und Eric Taylor sieht das natürlich, springt noch leicht in Lüttke rein. Einfach nur, um das Foul zu provozieren und darauf zu spekulieren, vielleicht den Ball reinzuwerfen und noch einen Bonuswurf zu bekommen. Ball war nicht drin, aber es gibt, wenn ich das richtig gesehen habe, es waren nur ein Zweier, also gibt es nur zwei Freiwürfe. Nach langer, langer Pause wieder Punkte für die Bonner. 3 Punkte Führung für den MTV Gießen. Gut gespielt von Luther. Lüttke ist wieder auf und wieder 3. Das wäre ein bisschen viel des Guten gewesen. Niklas Lüttke. Passbreak läuft über Taylor, über Tomic. Macht er gut, Rasan Tomic. Mit viel, viel Drang zum Brett ausgestattet. Der Mann, den Leverkusen gerne gehabt hätte, dessen Wechsel zu Bayer schon fast sicher war. Und dann entschied er sich doch um und wechselte zu den Bonnern. Und jetzt bekommt er das Foul. Rajan Tomic. Niklas Lüttke ist rausgegangen, Thomas Andres ist gekommen und der Applaus, den Sie da im Hintergrund hören, der gilt dem Youngster. Niklas Lüttke, na ganz so jung ist er nun auch nicht mehr, aber er hat seine Sache gut gemacht gegen Eric Taylor. Das steht fest, und mit Thomas Andres ist jetzt ein absoluter Routinier im Spiel. Luthanen. Gutes Spiel jetzt. Ja, Thomas Andres hat da Probleme gegen Eric Taylor, überhaupt keine Frage. Er ist ein bisschen langsamer als Niklas Lüttke, hat man hier deutlich gesehen. Er ist auch ein bisschen älter. Lüttke 23 und Thomas Andres, der gute Mann, ist 33. Thank you.
Machowski, auch ein guter Schütze von draußen, zeigt das uns jetzt. Alec, der Herrscher an den Körben. Ein sehr, sehr guter Rebounder. Welch Wunder bei 2,15. Da haben wir Pavlidis, den jungen Griechen. Ja, das war schon frech von Lutan, gegen Kilicevic und Behnke da zum Brett zu gehen. Behnke von der Dreierlinie. Also das ist nicht der Schuss, den Bruno Socha haben möchte. Der lange Mann gehört an den Korb, ans Brett. Gatling. Ein Missverständnis zwischen dem Aufbauspieler und Thomas Andres, der da unter dem Korb durchschnitt, aber der Pass kam auch deutlich zu spät. Und dann noch in den Rücken, den konnte er nicht bekommen, Thomas Andres. So, Patrick King kommt zurück für Jua Lutan, der ein gutes Spiel hier bisher gemacht hat. Eins geht bisher auf, die Verteidigung gegen Siniša Kilicevic. Den hat Bruno Socha jetzt auf die Bank geholt und Steven Hutchinson für ihn gebracht. Kilicevic nach 10 Minuten erst mit 2 Punkten. Das nächste Foul. Alec mit seinem zweiten Foul. Und Gunter Behnke an der Freiwurflinie. Er ist noch ohne Punkt, der lange Centerspieler der Telekom Baskets. Eric Taylor jetzt gegen Keith Gatlin, wieder im direkten Duell. Thomas Andres gegen Machowski und Taylor ins Gesicht von Gatlin, aber nicht in den Korb. Aber beim Rebound schlafen sie und den muss Hutchinson machen. Den muss er machen. Gut gearbeitet im Offensiv-Rebound, schwach im Abschluss. Oh, ein wilder Schuss. Oh, ich bin geneigt zu sagen, der geht eigentlich gar nicht. Er geht doch. Keith Gatlin. 3 Punkte Führung für den MTV. Und jetzt macht dann nach schönem Zuspiel von Tomic Steven Hutchinson. Foul an Thomas Andres von Sebastian Machowski. Niklas Lüttke kommt für Arne Alec. Das ist jetzt die ganz kleine Aufstellung, die Stefan Koch für den MTV Gießen wählt. Kein Centerspieler, kein echter Centerspieler dabei. Große Flügel mit Lüttke, mit Georgios Pavlidis und mit Patrick King, aber kein Centerspieler. Vielleicht glaubt Koch, dass man sich das erlauben kann, weil Gunter Behnke bisher in der Offensive so gut wie, na, nicht so gut wie, er hat noch gar nichts zustande gebracht. Nicht der korbgefährlichste unter den Centerspielern in der Bundesliga. Gatlin gegen Taylor. Showtime, it's Keith Gatlin time. Er dreht auf nach ganz, ganz mauem Beginn. Jetzt ist er da, Keith Gatlin, 7 Punkte für ihn. Machowski, Bonn schwimmt. Und der Schrauzer hat auf Foul entschieden, wieder gegen Dražen Tomic. Sein zweites. Und für Tomic kommt jetzt Jan Rodewald. Auf der kleinen Position, das habe ich letzte Woche, wenn Sie schon dabei waren, haben Sie es gehört, schon erwähnt.
der kleinen Position, auf den Guard-Positionen, bei den Aufbauspielern, bei den kleinen Flügelspielern. Da können die Bonner sehr, sehr viel variieren. 5, 6 Leute, die mehr als nur Bundesliga tauglich sind. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil man sich voll reinhängen kann, 7, 8 Minuten Gas geben kann und dann bekommt man eine Pause auf der Bank und wird gleichwertig ersetzt. Aber um ihn werden sie sich jetzt kümmern müssen, um den Publikumsliebling hier in Gießen, um Keith Gatling. Und der MTV ist vorn. Und jetzt die aggressive Verteidigung der Hessen zu bewundern. Und Bonn hat Probleme und Bruno Socce reagiert. 23 zu 17 für den MTV. Wir sind gleich zurück. Es gibt viele Gründe, mit einer guten Bank die eigene Zukunft zu planen. Einer der schönsten Gründe hat blaue Augen und das bezauberndste Lächeln der Welt. Gut, wenn man dafür finanziell vorsorgt. Rechtzeitig und mit der richtigen Bank. Freuen Sie sich auf das, was kommt. Vertrauen ist der Anfang von allem. Deutsche Bank. A lemon. Ein erfrischender Hauch von Zitrone. Wick-Zitrone plus C. Auch in Orange und Grapefruit. Keith Gatlin und Eric Taylor, die beiden Playmaker. Taylor in den ersten 10 Minuten besser. Im Moment hat Gatlin einen Lauf und mit ihm sein MTV. Ein Riesentalent, der 19-jährige Georgios Pavlidis aus Griechenland gekommen. U22-Nationalspiel und der nächste Ballgewinn für den MTV. Durch Thomas Andres, also da kommt man ja kaum nach hier im Augenblick. Andres hier im Bild und mit der 11 hier, da geht er jetzt links raus, das ist Georgios Pavlidis. Von ihm erzählt man sich wahre Wunderdinge hier beim MTV. Ein unglaubliches Talent, griechische Basketballschule, das bedeutet mit viel, viel Einsatz, mit viel körperlicher Härte geht der junge Mann zur Sache. Ein großes Talent. Ich bin mal gespannt, wie lange der hier beim MTV bleibt und wann da die großen griechischen Clubs zugreifen werden. Aber wenn man so die Geschichte hört, die ich vorhin erzählt habe, Gatlin kriegt noch fast $100.000 und Panionios Athen, dann sollte man sich das vielleicht überlegen, in Griechenland auf Korbjagd zu gehen. Stefan Beck, der Ex-Nationalspieler von den Ruhr Devils, der kann da mit Sicherheit auch ein bisschen was erzählen in Bezug auf PAOK Saloniki. Ist nicht alles Gold, was glänzt in Griechenland. Sollten einige Spieler, die davon träumen, im Land von Yannakis, Gallis und Co. zu spielen, vielleicht mal drüber nachdenken. Oh, klares Foul, heftiges Foul. Das war diese robuste griechische Spielweise Georgios Pavlidis. Gegen Steven Hutchinson. Oh ja, da erwischt er ihn schon kräftig. Keine Frage, was diesen Pfiff betrifft. Kurzer Abriss, 9 Punkte bei Gießen für Keith Gatlin, 6 für Luthan. 6 für Niklas Lüttke und bei den Bonnern 6 für Eric Taylor. Ja, das war es dann auch schon fast. 4 für Tomic. Und ich setze nochmal ein Ausrufezeichen. Er ist jetzt nämlich zurück im Spiel. 2 erst für Sinisa Kilicevic. Dieses Spiel ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass die Verteidigung beim Basketball entscheidend ist. In der Anfangsphase fanden die Gießener kein Mittel gegen die aggressive, immer wieder zum Doppeln greifende Bonner Verteidigung. Im Moment tut sich der Vizemeister des vergangenen Jahres gegen die sehr, sehr starke Verteidigung der Flippers aus Gießen schwer. Arne Alek ist zurück im Spiel, jetzt also wieder die etwas langsamere, aber auch Rebound-stärkere Variante beim MTV und Niklas Lüttke an der Freiwurflinie.
stand immer im Schatten seines Bruders Jörg, der bei Alba Berlin auf Korbjagd geht, Niklas Lüttke. Aber in dieser Saison, er profitiert extrem natürlich vom Ausfall Jimmy Shields, aber er scheint es wohl zu packen in diesem Jahr. So sieht es im Moment jedenfalls aus. Mir gefällt er hier sehr gut und die Bonner Fans, ja, ja, die haben lange Gesichter, denn ihre Mannschaft liegt jetzt schon mit 9 zurück. Gar nichts mehr im Abschluss bei Bonn. Ein Blick auf die Quote werfen. Erzähle ich Ihnen gleich. Zunächst ganz kurz der Hinweis: Spitzen-Eishockey morgen live die DEL 15 Uhr hier im DSF. Der deutsche Meister aus Mannheim gegen die positive Überraschung bisher in dieser Spielzeit gegen die Wild Wings aus Schwenningen. Bonn mit 1 von 9 von der 3-Punkt-Linie, 11% Trefferquote, das ist absolut indiskutabel. Und auch nur 6 von 13 aus dem Feld, also noch nicht einmal 50%. Kein guter Tag, wenn man mal von den ersten 4-5 Minuten absieht für die Baskets. Und jetzt geht es hier wieder mächtig zur Sache. Und Eric Taylor bekommt das Foul. Und da die Mannschaftsfoulgrenze schon lange überschritten ist, geht Thomas Andres zur Freiwurflinie. Ein ungemein engagiert und hart geführtes Spiel. Zweites Foul gegen Eric Taylor. Jetzt 80% von der Freiwurflinie, 8 von 10, gute Quote und 11 Punkte Führung. Das muss man sich mal überlegen, nach 0:9 Rückstand, jetzt 30:19 Führung, also eine 30:10 Serie. Klaus Perwas, der fällt rein. Ja, so spielt man gegen eine aggressive Deckung. Den langen Mann in die Mitte beordern als Schaltstation, als Passstation. Und dann funktioniert das. Thomas Andres. Und Foul an Klaus Perwas. MTV, besser gesagt Stefan Koch, nimmt die nächste Auszeit. Und wir bleiben mal drauf. Wir hören rein, was er seiner Mannschaft erzählt, Stefan Koch. Okay. Now, offensively, guys, we got two great matchups. This is Nick versus Gilejevic, with Gilejevic having 3 fouls. You gotta fucking take him off the dribble, he's got 3 fouls, Nick. The other one is number 10, Jan Rodewald, against Pat in the post. Okay? Plus, we got that matchup with Arnold, that's what we're going for. He's going forward, right? Okay. Bring Pat across on the four up. Okay, bring Pat across on the four up. Go for Pat in the post. Or go passing it. On it. You're down in the low box, left side. Everybody else perimeter. Nick looks to take Skilicevic off the dribble. And we'll look to dump it in for you. Okay, guys? Come on. Let's go, let's go. One, two, three. Also zwei Optionen. Zwei Optionen sieht Stefan Koch vor allem in der Offensive für seine Mannschaft. Und das ist zum einen Patrick King gegen Jan Rodewald. Dieses Matchup, wie er gesagt hat, also diese 1-gegen-1 Situation, da muss über King gespielt werden, der da nach der Meinung seines Trainers deutliche Vorteile hat. Und Niklas Lüttke soll gegen Kelechewicz zum Korb ziehen, denn Kelechewicz hat 3 Fouls. Und natürlich möchte Koch, dass Kelechewicz, der Bonner Starspieler, der Korbjäger, möglichst schnell das 4. und am besten direkt drauf auch noch das 5. bekommt. Und das geht nur, wenn man mit Aktionen gegen ihn 1-gegen-1 geht und ihn vielleicht zu der ein oder anderen unüberlegten Verteidigungsaktion zwingt. Und
auch Arne Alig natürlich mit einem sogenannten Mismatch gegen Steven Hutchinson. Auch da jetzt Vorteile für den MTV, zumindest theoretischer Natur. Block von Hutchinson gegen Lüttke. Ja, da wollte er das umsetzen, was der Coach von ihm verlangt. Geht nicht so gut aus. Gut die Hilfe von Hutchinson im Übrigen. Oh, toll gespielt von Pervas auf Hutchinson. Klasse Anspiel Klaus Pervas auf den Mann mit der 15, auf den Ex-Bayreuther. Toll gemacht. Bonn ist wieder dran. Oh, was für ein Anspiel, aber den muss er fangen, Luthern. Schön, Backdoor gegangen. Gatlin sieht das, der Pass ist gut und Luthern kann ihn nicht fangen. Wollen wir mal den Finn ein bisschen in Schutz nehmen. Vielleicht war er ein bisschen zu tief gespielt. Schade. 4 Minuten 34 Sekunden sind es noch in der ersten Halbzeit. 5 Punkte Führung für Gießen. Oh, jetzt haben sie geschlafen. Jetzt haben sie da hinten geschlafen. Ist natürlich unkorrekt, was Niklas Lüttke da macht. Ball war schon drin. Und Bonn ist wieder absolut im Geschäft. Muss ein bisschen Ruhe reinbringen, Keith Gatlin. Luthern ist ganz offen. Ja, da kann er ja vorher noch ein Tässchen Kaffee trinken und dann erst loslassen. So frei ist er, Juha Luthanen. Jetzt wie Gatlin mit 9 Zählern. Jan Rodewald, die Antwort. Ja, das kann er. Spätestens seit der vergangenen Saison, seit den Playoffs, seit den Spielen gegen den Lokalrivalen aus Rhöndorf müsste das eigentlich jeder wissen. Ja, das ist richtig jetzt. Kelecevic verteidigt gegen Alig und muss sich ein bisschen zurückhalten. Und da muss der lange Mann zum Korb gehen. Taktisch perfekt umgesetzt, die Anweisung des Trainers, jetzt durch Arne Alig gegen Kelecevic die Aktion zu suchen. Haben Sie Glück, die Bonner. Missverständnis da zwischen Lüttke und Alig und deshalb nochmal Ballbesitz für Eric Taylor und Co. Nimmt er ihn, Eric Taylor. Und mal wieder Punkte von Sinisa Kelicevic. Nummer 3 und Nummer 4. Dražen Tomic kommt für Eric Taylor beim MTV und Thomas Andres bei den Bonnern und Thomas Andres beim MTV zurück ins Spiel. Und Georgios Pavlidis mit der 11 ebenfalls. Auch riskanter Pass auf Gatlin. Wird viel gedoppelt, der Amerikaner, aber immer wieder findet er noch eine Anspielstation. Der ist frech. Alig ist da ganz offen am Korb. Den muss er eigentlich bekommen, der lange Mann. Also da haben sie schlecht gespielt, die Gießner, keine Frage. Da musste Arne Alig den Ball bekommen. War weit, weit offen am Korb. Er ist auch weit offen, Tomic. Oh, das macht er clever. Das macht er ganz clever, Keith Gatlin. Wollte da einfach nur den Einwurf haben, weil er den Ball nicht sicher retten konnte. Und wirft den Gegenspieler an.
Clever. Und das war nicht so clever. Aber sie bleiben im Ballbesitz. Na, jetzt pfeift er aber sehr kleinlich, Walter Schrauter. Das ist sehr, sehr kleinlich. Jedweder Kontakt wird abgepfiffen. Das mag Bruno Soce überhaupt nicht. Da sagt er immer, warum pfeifen die so kleinlich in Deutschland? Na ja gut, die Hüfte geht schon ein bisschen raus. Dankeschön an Markus Olszewski. Der Mann liefert diese Bilder hier. Schön zu erkennen. Und das mache ich an dieser Stelle auch gerne. Da korrigiere ich mich und nehme den Schiedsrichter in Schutz. Das kann man durchaus abpfeifen, weil die Hüfte da halt rausging. Rechts oben die verbleibende effektive Spielzeit. Unglaublich. Klaus Perber. Toll gemacht. Neun Punkte für Klaus Perbers. Und Keith Gettling hat jetzt 11. Kilicevic. Also jetzt geht es rauf und runter hier in der Sporthalle Ost. Ein sehr, sehr intensiv und engagiert geführtes Spiel. Immer wieder suchen sie ihren Spielgestalter. Er soll das Spiel lenken, die Mannschaft führen und das tut er. Und da sieht er wieder, schön gespielt, Lutan ist wieder offen. Aber es war gut gespielt. Jetzt ist Rodewald frei und der kann es in diesem Fall nicht. Und schon wieder Tempo. Beide gehen auf dem Zahnfleisch, beide Mannschaft. Und das war das, was Stefan Koch gefordert hat, zum Korb gehen. Foul von Hutchinson an Thomas Andres. Was ich ein bisschen vermisse beim MTV, ist das Spielen über den langen Mann. Spielen über Arne Alig, wenn Gunter Behnke bei den Bonnern auf der Bank sitzt. Muss viel mehr über den 2:15 Hünen gehen. 25 Sekunden sind es noch, 2 Punkte Führung für die Gastgeber. Fünf von sieben hat er jetzt von der Freiburg-Linie. So, die Bonner Fans sind auch wieder wach geworden. Spüren, da geht was, da ist was drin für ihre Mannschaft heute hier. Kilicevic wird den Abschluss suchen. Findet die Passstation, spielt er sehr gut auf Götz Rodewald, Kilicevic. Und eine Sekunde vor Ende der ersten Halbzeit, das Foul an Götz Rodewald. Klasse gemacht von Sinisa Kilicevic. Das zeichnet einen Klassemann aus, wenn er da zum Korb geht. Alle rechnen mit seinem Abschluss und er sieht den besser postierten Mitspieler. Götz Rodewald, er leidet so ein bisschen unter der Stärke der Bonner auf den kleinen Positionen. Er bekommt nur noch wenige Minuten, aber es zeichnet ihn aus. Dann ist er immer voll da. So wie gerade auch wieder. Und er bringt seine Mannschaft na, zumindest noch einen Punkt weiter ran. Alles drin noch in der Sporthalle Ost in Gießen. 39:37 Führung für den MTV gegen den Vizemeister der vergangenen Saison. So, da sind wir wieder in der Sporthalle Ost. Das Spitzenspiel des 5. Spieltags in der Basketball-Bundesliga. Keith Gettlin und der MTV Gießen führen nach den ersten 20 Minuten hier 39:37 gegen den Vizemeister der vergangenen Saison, gegen die Telekom Baskets aus Bonn. Viel, viel drin hier
in der Partie. Und wir werfen mal einen Blick auf die nackten Zahlen bei den Freiwürfen. Die Telekom Baskets ein bisschen besser, aber dann aus dem Feld. Bei beiden, oh, da sehe ich nur 47% bei Gießen. Das überrascht mich ein bisschen, aber das war die schwache Anfangsphase. 60% mittlerweile bei den Bonnern, das ist in Ordnung. Aber wenn wir auf die Dreierquote gucken, 56% bei Gießen, das ist exzellent. Und nur 15 bei den Bonnern, das ist miserabel. So. Die Basketball-Bundesliga, exklusiv präsentiert von Liecher Pilsner. So war das Letzte, was ich sagte. Und jetzt machen wir auch weiter. 20 Minuten noch. Für alle, die später dazukommen. Die Bonner, die mit zwei hinten liegen, in den schwarzen Trikots, jetzt von links nach rechts. Sebastian Machowski. Jetzt in der Startformation in der zweiten Halbzeit für Dražen Tomić. Kilicevic. Sie hatten ihn gut aus dem Spiel genommen in der ersten Halbzeit. Jetzt fängt er gut an. Seine Punkte 7 und 8. Die Entscheidung ist absolut richtig. Gatlin sprang der Ball dann noch an den Oberschenkel. Gut verteidigt von Eric Taylor. Ja, nicht, dass die Gießener hier ein zweites Mal den Start verschlafen. Arvid Kramer, der Manager der Bonner, hat es ja gerade auch gesagt. Ganz kurioses Spiel in der ersten Halbzeit. Erst Blitzstart für Bonn und dann nehmen die sich eine Auszeit. Und Gießen macht 9-0 in Serie. Lüttke. Ui. Unorthodox, so möchte ich das mal beschreiben. Nah am Schrittfehler, Arne Alek. Gut gespielt, schnell gespielt. Und das Foul von Gunter Behnke, das hat er ganz clever gemacht, Niklas Lüttke. Also der gefällt mir wirklich sehr, sehr gut hier heute Abend. Und den hatten die Bonner ganz offensichtlich überhaupt nicht auf der Rechnung. Und hier nochmal, bringt gut den Körper zwischen Ball und Verteidiger. Und dann das Foul von Behnke, der Korb zählt und noch ein Bonusfreiwurf für Lüttke. Sehr gutes Spiel von ihm. Behnke. Lüttke mittlerweile neben Keith Gatlin bester Korbjäger bei den Gießern in diesem Spiel. Beide mit 11 Zählern. Bei den Bonnern Klaus Perwas mit 9, Sinisa Kilicevic mit 8. Eric Taylor auch nur 6 Punkte. Also die Verteidigung der Gießener gegen die beiden gefährlichsten Angreifer der Telekom Baskets. Exzellent. Thomas Andres gegen den langen Gunter Behnke. Haken links. Klasse gemacht. Aber nicht zu lange freuen und Machowski offen lassen. Der nutzt das. Das zeichnet Thomas Andres aus. Immer 100%, immer mit Gas, mit Dampf zum Brett. Vor allem auch für die Stimmung in der Mannschaft. Ein ganz, ganz wichtiger Mann. Den wollten die Mitspieler unbedingt im Team halten. 17 Minuten und 47 Sekunden sind es noch. 2 Punkte Führung für den MTV. Alek gegen Behnke, Arne Alek. Ich habe schon mal während Halbzeit 1 gesagt.
den haben sie mir bisher zu wenig ins Spiel gebracht. Der hat 4 von 6 aus dem Feld getroffen jetzt. Gute Quote, 8 Punkte für Arling. Dazu 5 Rebounds bisher. Taylor. Eric Taylor mit ganz, ganz schwacher Wurfquote. Gatlin, oh, der ist weit und der ist drin. Oh, und jetzt pusht er das Publikum auf. NBA-like. Ja, sie haben es verstanden. Und das wäre auch in der NBA ein Dreier gewesen. Da ist die Linie ja ein bisschen weiter weg. Aber der stand ja mächtig hinter der Linie und Machowski dreht auf. Sofort die Antwort. Wichtig für die Bonner. Aber nochmal zurück zu Eric Taylor. Aus dem Feld 2 von 9. Indiskutabel. Alec ist offen. Muss er nehmen, den Wurf. Oh, war das klasse. Hangtime hier in Gießen. Hängt in der Luft und Achtung, jetzt schauen wir mal genau hin. Hier verzögert er den Wurf, nimmt das Foul auf und behält trotzdem die Kontrolle und legt ihn rein. Plus einen Freiwurf. Jetzt für Eric Taylor. Gut gemacht. Klasse Bewegung. Sie brauchen ihren Spielgestalter. Sie brauchen Punkte von ihm. Andres offen. Guter Pass war das von Pat King. Aber die Bonner bleiben dran. Oh, gut aufgepasst von Gatlin. 3 gegen 2. Aber Machowski kommt nach. Und Gatlin findet den Mitspieler und der zählt. Oh, oh, oh. Also, uiuiui. Das kann ich nicht nachvollziehen, warum die Herren den nicht geben. Es war perfekt gemacht, der Pass von Gatlin, die Wurffinte von King. Und jetzt gucken wir noch mal hin. Er guckt noch hin, wo er hinspielt. Und jetzt Achtung, Finte, das Foul. Und da ist er schon auf dem Weg nach oben. Das ist Wurfbewegung. Das muss zählen. Pech für Pat King. Ja, es kann ja nur Einwurf geben, sonst hätte er ja zählen müssen. Ja, was ist denn jetzt los? Ja, also jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Vielleicht brauche ich ein Regelbuch. Also Schiedsrichter Deutschlands, schickt mir bitte ein Regelbuch und erklärt mir, warum das jetzt 2 Freiwürfe gibt. Ich gebe offen zu, diese Regel kenne ich nicht. Gebe ich ganz offen zu. Er macht 2 Punkte draus. 3 hätten es meiner Meinung nach sein müssen. Der hätte zählen müssen. Naja. Wohlgemerkt, die Mannschaftsfaulgrenze bei den Bonnern noch nicht erreicht. Sonst wären die 2 Freiwürfe möglich gewesen. Aber so. Oh, Krinicevic. Slam Dunk. Wollen wir uns nicht damit aufhalten. 15,5 Minuten noch zu spielen. Immer noch alles offen. 3 Punkte Führung für Gießen gegen Bonn. Jetzt haben wir einen Foul von Klaus Perwas. Da sind viele kleine Nicklichkeiten im Spiel. Drittes Foul für Perwas. 3 auch für Taylor, 3 auch für Kilicevic. Das tut den Bonnern weh. Thomas Andres geht raus beim MTV und Juha Luthan ist wieder im Spiel. Thank you.
Bettlen, wieder von draußen, wieder drin. Noch irgendwelche Fragen, warum der Mann hier Publikumsliebling ist? 17 Punkte für Keith Gatlin. Fühlt sich sehr, sehr wohl schon hier in Gießen, hat auch ein Angebot, ein weiteres Angebot aus der Bundesliga der US-Amerikaner, hat sich für den MTV entschieden und hat mir vor dem Spiel gesagt, dass das hundertprozentig die richtige Entscheidung war. Kommt sehr, sehr gut klar hier in Essen. Lutan ist offen. Das war ein bisschen wild. Machowski ist frei. Ah, der kann das. Der kann das, überhaupt keine Frage. Sebastian Machowski. In Rhöndorf. Vor anderthalb Wochen war er Matchwinner für die Bonner. Hat da von draußen geklingt wie ein Weltmeister. Mittlerweile auch 8 Punkte für Machowski. 2 von 3 von der Dreierlinie. Und das ist sein nächstes Foul. Sein zweites. Gut gespielt, den Ball schön laufen lassen und er ist ganz offen. Von draußen sind sie enorm stark, die Gießener Luternen. Wieder ein bisschen Luft zum Durchschnaufen, aber 6 Punkte im Basketball mit noch 14 zu spielenden Minuten. Meine Güte, ist gar nichts. Oh nee, wer was. Aus 9 Metern war das. Na gut, sagen wir 8. Nee, läuft jetzt heiß, aber zu heiß. Jetzt muss er das Tempo rausnehmen. Foul von Niklas Lüttke. Der Korb zählt, also. Ei, so. Also wenn er den vorhin nicht gegeben hat, dann kann er den doch auch niemals geben. Der zählt für Eric Taylor und wenn Sie sich erinnern, da vor 2-3 Minuten die Aktion von Pat King. Das war, muss ich jetzt leider sagen, sorry an die Referees, aber das war keine einheitliche Linie. Lutanen unterlaufen gegen Kelechinic. Viertes Foul von Lutanen. Wilder Wurf von Machowski, aber King zuletzt am Ball. Der bleibt damit in Bonner Rhein. Foul Machowski an King. Drittes Foul Sebastian Machowski. Jetzt im Moment wird der Spielfluss gestoppt durch viele, viele schnelle Fouls. Also das ist nicht so schön mit anzuschauen. Defense!
Alex. Wird jetzt besser, Eric Taylor. 13 Zähler für ihn. Bruno Soce wieder optimistischer. Nur noch ein Punkt Rückstand für seine Mannschaft. Lutanen 3. 15 Punkte für Lutanen. 4 von 7 von der 3-Punkt-Linie. Gießen jetzt 9 von 16 von jenseits der Dreierlinie. Pervas für mich im Moment ein bisschen überdrehend, nimmt viele schnelle Würfe. Lüttke wieder von der Dreierlinie und Lutan hat ihn. Richtig so, Ruhe reinbringen. Alec gegen Kilicic. Oh, das war nah am vierten Foul. Naja, das ist richtig. Das ist das, was Stefan Koch sehen möchte. Nochmal zur Erinnerung, Kilicic hat 3 Fouls. Wegen denen muss man zum Korb. Richtig. Wenn er da mitspringt, wenn er den Block versucht, dann riskiert er einen Foul. Paul Lüttke. Naja, da sind die Füße zu langsam, das ist richtig. Auch wenn die Fans hier nicht einverstanden sind. Die Entscheidung von Walter Schrauter ist richtig. Foul Niklas Lüttke. Viertes Foul gegen ihn, der da mächtig ackern muss in der Verteidigung und jetzt eine Pause bekommt. Von Stefan Koch und er bringt Pavlidis wieder für Lüttke. Der 19-jährige Grieche jetzt gegen Machowski. Zonenverteidigung, wenn ich das richtig interpretiere, da jetzt bei den Gießenern und Kilicic von draußen. Sie kommen nicht weg, die Schützlinge von Stefan Koch, hat es gut gespielt. Alec, jetzt macht er ihn da, nein, unglaublich. Den muss er natürlich machen und auf der Gegenseite Taylor. Zurück. Und jetzt 3 gegen 2. Gatlin. Frech. Und drin. Unglaublich. Unglaublich, was der Mann hier veranstaltet. Und er ist ganz aus dem Häuschen. Junge, Hemd in die Hose. Stefan Koch. 20 Punkte für Keith Gatlin. Kilicic hält dagegen. Immer wieder die direkte Antwort der Bonner. Behnke kommt wieder zum Doppeln. Schneller passen, da muss Lutan schneller passen. Aber er ist heiß, er will selbst machen. Und das ist ja auch nicht die allerschlechteste Lösung. Sein 8. Versuch von der Dreierlinie, der 5. erfolgreiche. Unglaublich. Die Quote der Gießener von der 3-Punkt-Linie jetzt 61%, 11 von 18. Und 7 Punkte die Führung. Block, oh, der sah gut aus von Alec gegen Kilicic. Machen wir das nochmal? Haben wir das nochmal? Das möchte ich gerne nochmal sehen. Dankeschön. Naja, er ist auch am Unterarm. Er ist auch am Unterarm. Korrekt entschieden. Arne Alec nach seinem 3. Foul bekommt er jetzt die Pause von Stefan Koch. Also jetzt wieder die kleine Variante, die schnelle, die Fast-Break-Variante beim MTV. Thomas Andres zurück im Spiel. Zwei Freiwürfe für Kilicic, der jetzt doch bei 15 Punkten angelangt ist. Aber dafür jetzt der Rest der Mannschaft in der 2. Halbzeit kaum noch gefährlich im Abschuss. Es sind eigentlich nur noch Kilicic
und Eric Taylor und Sebastian Machowski. Der hat noch zwei Dreier eingestreut, aber ansonsten der Rest jetzt untergetaucht. Ja, worüber diskutieren die beiden da? Ja, das ist Taylor, zwar der zweite ist Gelecevic, der macht den rein, ja. Und Machowski, der hat auch noch ein paar reingeworfen. Pavlidis! Kann ja auch nicht jeder reinfallen. So, Fußball immer ein Thema, auch bei uns im DSF. Da kann man trefflich drüber streiten. Hattrick, Doppelpass. Der Warsteiner Fußballstammtisch morgen früh wieder aus dem Hotel Kempinski ab 11 Uhr. Bin mir sicher, Rudi Brückner freut sich schon auf Sie. Foul von Pavlidis an Kilicevic. Riskant. Gut, dass Eric Taylor da nicht geschaut hat für Thomas Andres. Bonn jetzt extrem aggressiv in der Verteidigung. Und das zahlt sich aus oder nicht? Wer hat ihn? Thomas Andres, Sprungball gegen Gunter Behnke. Nichts für schwache Nerven hier. 7 Minuten 52 Sekunden noch. 70 zu 66 für die Herren in Weiß, für den MPV Gießen. Der Fuchs. Clever gemacht von Thomas Andres. Offensivfoul korrekt. Ja, Luthans springt voll auf Gunter Behnke. Und das ist insofern ganz schlecht für den MTV Gießen, weil es Foul Nummer 5 für Juha Luthanen ist. Und das heißt Feierabend nach dieser Aktion. Gutes Spiel hat er gemacht, Juha Luthan. Überhaupt keine Frage. 18 Punkte. 62% von der 3-Punkt-Linie. 5 von 8. Klasse Leistung. 2 Ballgewinne, 2 Ballverluste. Das ist in Ordnung. Ein Assist, 2 Rebounds. Aber die 18 Punkte und die hervorragende Statistik von der Dreierlinie, die sprechen für den Finn am heutigen Abend. Gießen wieder mit Ballraumverteidigung. Eine 2-1-2-Zone. Machowski erfolgreich. Schnell passen, dann ist einer offen. Das ist das Mittel gegen die Zone. Machowski, da wird er wieder zum Matchwinner wie vor 10 Tagen in Rhöndorf. Paul Tomic an Patrick King, von dem wir in der Offensive überhaupt nichts gesehen haben, Patrick King. Kein einziger Wurf aus dem Feld von King. 2 Pünktchen durch Freiwürfe, aber ich habe es zu Beginn der Partie gesagt, der wird vor allem defensiv gebraucht. Er muss da heute für die Mannschaft kämpfen und da muss er sich persönlich, was das Punktemachen betrifft, einfach ein bisschen zurücknehmen. Oh, riskant von Lüttke, da war eigentlich der Weg offen zum Korb. Sekunden haben die Gießner noch für diesen Angriff Zeit. Gunter Behnke war da zuletzt am Ball.
Saufen, Lütke. Ja, jetzt lässt natürlich auch die Kraft ein bisschen nach. Und da geht die Dreierquote automatisch runter, keine Frage. Sie schöpfen wieder Hoffnung, die Telekom-Fans. Gibt es jetzt seit langer, langer Zeit mal wieder Führung für ihre Mannschaft? Nein. Da muss der Ball hin zum Denker und Lenker. Was hat er jetzt drauf, die Kette? Ich könnte mir vorstellen, dass er den Abschluss sucht, nach dieser kurzen Auszeit, die sich seine Mannschaft da genommen hat. Sie müssten Gatlin vielleicht mal beim Aufposten am Brett anspielen. Er ist deutlich größer als Eric Taylor. Oh, nee, der geht nicht. Nee, der ist zu weit. Der war zu weit. Von Keith Gatlin. Der war ja aus, wirklich aus 9 Metern. Viertes Foul gerade da von Pat King. Lutan raus, Alec 4 Fouls, Lütke 4 Fouls, Pat King 4 Fouls. Das ist alarmierend beim MTV. 5 Minuten und 52 Sekunden noch zu spielen. Also Machowski gefällt mir in der zweiten Halbzeit sehr, sehr gut. Führung für Bonn. Spielen eine unglaublich aggressive Verteidigung, die Bonner. Kleben am Verteidiger. Vier gegen drei. Gatlin hat aufgepasst. Und Taylor ist plötzlich doch allein am Korb und ein dummes Foul. Ein dummes Foul von Arne Alec, wenn es denn wirklich eins war. Da muss er wegbleiben. Die beiden Punkte muss er zulassen. Es geht gar nicht anders. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das Foul Nummer 5 war. Eric Taylor am Boden, das ist alles, das hat alles andere als Symbolcharakter. Denn seine Mannschaft jetzt im Moment wieder oben auf. Korb zählt und noch ein Freiwurf. Da durfte er nicht mehr hin. Achtung. Ja klar, mit dem Arm drückt er Eric Taylor da weg. Das war faul und es war dumm, sorry Arne, aber das musste nicht sein. Vor allem, wenn man schon mit 4 Fouls belastet ist. Unnötig. Aber das sagt sich natürlich von hier vom Kommentatorenplatz gleich. Jeder, der selbst Basketball gespielt hat, weiß, das passiert dann einfach mal. Da ist man so drin im Spiel. Verdrängt, vergisst vielleicht die Foulbelastung und dann passiert's. Gießen hat ein bisschen die Ordnung verloren. Alles recht wild jetzt, Pavlidis, gefoult. Gunter Behnke. Mit seinem dritten Foul. Georgios Pavlidis an der Linie. Sind die Bonner. Letztes Jahr haben sie ja lange Zeit die knappen Spiele immer verloren. Das wurde dann, als es drauf ankam, in den Playoffs besser, anders. Wie ist es in diesem Jahr? Hutchinson, gut gespielt.
Jetzt muss Keith Gatlin die Zügel in die Hand nehmen. Pavlidis gegen Gunter Winkel. Spektakulär. 4 Minuten 15 Sekunden noch. 3 Punkte Rückstand für die Gastgeber. Klasse. Eric Taylor macht jetzt, was er will. Von der guten Verteidigung der Gießener im Moment nichts mehr zu sehen. Die Mannschaft ist mit 5 hinten. Wir sind gleich zurück. Zukunft zu planen. Einer der schönsten Gründe hat blaue Augen und das bezauberndste Lächeln der Welt. Gut, wenn man dafür finanziell vorsorgt. Rechtzeitig und mit der richtigen Bank. Freuen Sie sich auf das, was kommt. Vertrauen ist der Anfang von allem. Deutsche Bank. Sie wollen das unbedingt gewinnen hier, die Gießner. Klar. Und noch einmal zur Erinnerung. Ohne James Shields, ohne den zweiten US-Amerikaner, ohne Entlastung für Arne Halik am Brett also, wollen sie das hier bewerkstelligen. 5 Punkte Rückstand, da haben wir alle Zahlen, die wir brauchen. Paul Machowski an Thomas Andres. Das sind jetzt wichtige Freiwürfe. Die werden jetzt wahrscheinlich entscheidend sein in der Schlussphase. Die Würfe von der Linie. Wer behält da die Nerven? Wer ist konditionell so gut drauf, dass er jetzt noch die ruhige Hand hat? Thomas Andres muss jetzt behandelt werden nach dieser Aktion hier, weil er sich dabei das Knie aufgeratscht hat und offene Wunden müssen abgedeckt werden. So die Regel. So, weiter geht's. Freiwürfe für Thomas Andres. Ja, mit Glück. Der auch. Was steht uns jetzt noch bevor in den verbleibenden 3,5 Minuten? Foul von Gatlin an Taylor, deutlich vor dem Wurf. Zwei Freiwürfe für Eric Taylor. Ah ja, da hat er gedrückt und geschoben. Keith Gatlin korrekt die Entscheidung. Eric Taylor bisher mit 18 Punkten, 3 Rebounds und 7 Assists. In der zweiten Halbzeit deutlich besser als im ersten Durchgang. Der Vergleich zu Keith Gatlin, der hat 20 Punkte, 5 Rebounds, nur einen Assist, 3 Steals, aber die wesentlich bessere Wurfquote. Aber jetzt kommt es drauf an, wer der beiden Spielgestalter dirigiert besser in der entscheidenden Phase. Die Amerikaner würden jetzt sagen, it's crunch time, it's money time. Es kommt drauf an.
Und wieder die Pressdeckung der Bonner. Die lassen nicht nach in der Verteidigung. Lütke, nein, zu kurz. Ballbesitz für den MTV Gießen. Thomas Andres kommt zurück. Lutz Mantler hatte da nur einen Kurzeinsatz, weil die Wunde von Thomas Andres am Knie verbunden werden musste. Boah, Makowski! Besser kann er den nicht abschließen. Und ich fürchte fast, dass den Gießern hier ein bisschen die Puste ausgeht. Sieben Punkte Rückstand. Alec mit fünf Fouls raus. Pat King im Offensivbereich kein Faktor. Aber Pavlidis nochmal. Die Bonner wirken auf mich ungemein abgezockt. Absolut ruhig. Lagen fast das gesamte Spiel über zurück nach furioser Auftaktphase. Aber jetzt haben sie das ganz gut unter Kontrolle. Ballbesitz Gießen. Und Stefan Koch fordert die nächste Auszeit. 2 Minuten knapp noch zu spielen. Das ist der Spielstand. Probier's mal hiermit. Jetzt neu. XXL Sunny Crisp. Extra viel drin. Extra viel dran. Rittersport. XXL gigantisch gut. Jodie Foster in Contact. Nutzen Sie die einmalige Chance und sehen Sie Contact vorab in einem Kino in Ihrer Nähe. Nehmen Sie jetzt Kontakt auf 0180 54321. Die Contact-Kinopremiere am 30.09. um 20 Uhr. Sichern Sie sich Ihre exklusiven Kinokarten nur unter 0180 54321. So, wir hören da Stefan Koch. Was Sie nicht hören konnten, das teile ich Ihnen jetzt mal ganz kurz mit. Ganz interessant für die Taktik der Verbleibenden. Na, wie viel sind es? 119 Sekunden, also knapp 2 Minuten. Er hat gesagt, immer wenn Steven Hutchinson den Ball hat, foult ihn. Den wollen wir an die Freiwurflinie bringen. Also ihn hat er als schwachen Schützen ausgemacht. Steven Hutchinson. Wollen wir mal schauen, wie sich das gleich umsetzen lässt bei den Gießen. Zunächst mal müssen sie vorne erfolgreich abschließen. Gatlin ist abgetaucht in den letzten Minuten. Und das war gar nichts. Gut verteidigt von den Bonnern. Und jetzt die ungünstigste Variante, dass nämlich Patrick King hier das Foul begeht. Denn der hatte schon 4, das ist Nummer 5. Die Foulbelastung könnte das hier durchaus entscheiden. Lutanen raus, Alec raus, King raus. Shields nicht einsatzfähig, das tut weh. Und jetzt kommt Lutz Mantler für Patrick King und ich kann mir gut vorstellen, dass dem die Händchen jetzt kräftig zittern. Und Bruno Sotsche nimmt noch einmal eine Auszeit. Wir bleiben hier und wir hören mal bei den Bonnern rein. Andres und Philai Littke kann auch den, ja. Wer spielt gegen Phil, muss helfen. Er hat keine Verantwortung. Okay, Kelle und nehmen auf geworden oder so. Okay, Jungs, helfen. Wer hat 5? Nicht so viel und ausspielen. Ja, der arme Lutz Mantler, den nehmen die gar nicht richtig ernst. Bruno Sotsche die Anweisung für die Verteidigung gegeben. Derjenige, der gegen Mantler verteidigt, muss bei den anderen Gießnern aushelfen, wenn die ihren Verteidigern von der Fahne gehen. Logisch, denn Mantler, ich hab's gesagt, dem werden die Händchen zittern.
Er wird sich wahrscheinlich hüten, hier den Abschluss zu suchen. Und klar, dass ein Fuchs wie, da muss man kein Fuchs für sein, also klar, dass ein Trainer wie Bruno Soce das registriert und nutzen möchte. Und von der Freiwurflinie die Bonner wirklich exzellent. Wenn es drauf ankommt, sind die Dinger drin. Sprach's und es tritt das Gegenteil ein. So, jetzt wird's Zeit. Die Gießener müssen das Spiel schnell machen. Lüttke. Ja, hi, Niklas Lüttke. Und nochmal ist mächtig was los hier. Foul von Lutz Mantler. Der zählt natürlich nicht von. Was Sie jetzt nicht sehen können, hier diskutiert Stefan Koch noch mit Lutz Mantler, aber Eric Taylor ging da gerade zum Schiedsrichter und wollte sagen, der muss doch zählen, denn er hatte den Ball noch reingeworfen, aber natürlich lange nach dem Foul von Mantler. 3 Punkte Führung für die Bonner. 1:16 noch. Stefan Koch. Jungs, wir müssen werden. Okay. Aber Jungs, konzentrieren uns. Ja, wir haben Chance zu gewinnen. Noch, gute Chance. Okay. Without free points. Without free points. Okay. Without free points. Come on. 1, 2, 3. Also, wir sehen Stefan Koch und haben Bruno Soce gehört. Das ist mal was anderes. Ist auch. 76 Sekunden sind es noch. 3 Punkte Rückstand für Stefan Koch und seine Mannschaft. Man spürt die Anspannung in den Gesichtern aller Beteiligten. Bruno Soce. Bleibt Eric Taylor cool an der Linie. Bisher 6 von 7. Es wird ganz, ganz schwer. Gatlin. Tempo, Tempo, Tempo. Anders geht das nicht. Und der hätte gezählt. Und oi, oi, da ist er umgeknickt. Sinisa Kilicevic. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Das tut beim Hinschauen weh. Der Kroate bei der Landung voll mit dem Knöchel umgeschlagen. Oh, oh, oh. Also ich sag's Ihnen ganz ehrlich, das tut mir weh beim Hinschauen. Da haben wir es gesehen, den Fuß zwischen den Beinen da. Zwischen den Beinen der Nummer 15, zwischen den Beinen von Stephen Hutchinson ist es zu erkennen. Wir schauen nochmal, nur auf die Füße der Nummer 5 achten. Achtung. Das, oh je. Also das ist mindestens eine Bänderdehnung. Wenn nicht gar ein Bänderriss im Sprunggelenk. Ei, der Daus, was für ein Pech für den ungemein sympathischen Kroaten. Hoffentlich hat er da Glück gehabt. Voll umgekriegt. Da hilft es nichts, dass die Spieler getapte Knöchel haben. Wenn man mit dem ganzen Gewicht bei der Landung da rumschlägt, dann passiert meist etwas. Oh Gott, oh Gott. Von dieser Stelle schon mal alles Gute in Richtung Sinisa Kilicevic. Oh, oh. Sorry, dass ich da jetzt so mitgehe, mitempfinde, aber jeder, der selbst Sport gemacht hat, der weiß, das tut physisch und vor allem auch psychisch sehr, sehr weh. Was geht da jetzt alles durch seinen Kopf?
So ist es im Sport. Man muss zurückkehren zum Alltag. Pavlidis, natürlich muss er sich da unbeeindruckt zeigen an der Freiwurflinie. 65 Sekunden sind noch zu spielen. Und die Gießener sind bis auf drei wieder dran. Jetzt muss ein schnelles Foul kommen. Mantler aggressiv in der Verteidigung und damit dem Foul gegen Dražen Tomić. Freiwurfstärke könnte das Ding hier für die Bonner retten. Pavlidis! Wieder drei Punkte der Rückstand. Und wieder Foul von Mantler an Eric Taylor. Ja, natürlich versuchen die Bonner jetzt den Einwurf immer direkt zu einem freiwurfstarken Spieler zu bringen. Ist doch logisch. Die wissen, dass die Gießener faulen werden, also muss da ein guter Schütze an den Ball, der dann von der Freiwurflinie trifft. Bei Eric Taylor liegt der Verdacht nahe, dass ihm das auch gelingt. Mit ein bisschen Glück. Sicher. Ja, war drin, Junge, war drin, ja. Und jetzt wieder anfeuern. Lütke, drei, der muss rein. Der ist drin. 33 Sekunden noch. Drei der Rückstand, zwei der Rückstand natürlich. Zwei. Foul von Thomas Andres an Sebastian Machowski. Ein absolutes Herzschlagfinale. 22 Sekunden noch zu spielen. Bonn führt 89-87. An der Freiwurflinie Sebastian Machowski. Und was macht der Niklas Lütke hier heute für eine Partie? 17 Punkte, 4 von 7 von der Dreierlinie. Sowieso Gießen, trotz nachlassender Kraft im Spiel immer noch mit 13 von 24 von der Dreipunktlinie. 54% und Machowski mit Nerven. Und Gießen ist wieder im Spiel, egal was jetzt passiert, ob er den trifft oder nicht. Gießen ist wieder dran. Ich glaub's nicht. Ja, die auch nicht, die beiden. Die sind am Ende. Der sitzt also, ein Dreier muss her. Keith Gatlin. Macht er das selbst oder sucht er den gut aufgelegten Niklas Lütke? Oh, Mantler, aber der ist auch schlecht angespielt worden. Was soll er da machen? Und jetzt werden sie ausspielen. Foul an Perbas. 7 Sekunden noch. Kein Vorwurf an Lutz Mantler, denn das Anspiel auf ihn war schlecht. Er war schon fast im Aus, musste den direkt weiterleiten. Und Sebastian Machowski hatte aufgepasst. Da haben sie den jungen Mann in die Bredouille gebracht, seine Mitspieler. Kein Vorwurf an ihn. So, und wenn Perwas beide trifft, dann ist das Ding gelaufen. Oh, mit viel Glück. Oh, das gehört dazu. Jawohl, abfeiern. Noch ein bisschen früh. Wenn der zweite drin ist, war es das. Hundertprozentig. Er ist nicht drin. 7 Sekunden, die Uhr läuft. Gatlin 3, drin! Verlängerung! Verlängerung, wenn ich da richtig... Ich habe falsch gezählt. Oder was war los? Hab ich falsch gezählt? In Gottes Namen. Jetzt habe ich sie alle kirre gemacht hier.
Da war auf der Anzeigetafel was falsch. Also das ist der Endstand. Gatlins Dreier kommt zu spät. Da war auf der Anzeigetafel hier was nicht richtig. Da war vor den Freiwürfen von Pervas eine 2-Punkt-Führung für die Bonner drauf. Und dann wäre das der Ausgleich gewesen. War es aber nicht. 90-91 verliert Gießen gegen Bonn. Wir sind gleich ganz kurz nochmal hier.